Hallo, da sind wir wieder. Das nächste Let's Play lässt nicht lange auf sich warten und dann lass uns auch gleich mal loslegen. In der letzten Folge haben wir aufgehört nach dem Bosskampf gegen den verwandelten Brink. Ich habe die Truhen schon mal leer gemacht, die dort waren. Gefunden habe ich alles, was hier noch verzaubert ist. Und das entzaubern wir auch gleich mal. Inzepter. Ein Kopf. Oh, ja, nehmen wir rein. Und ein Ring. Giftschaden. Elektrizitätsschaden. Brauchen wir den? Ne. Ja. Wir haben halt den ersten Boss gelegt. Ich musste durch so ein Wegportal. Musste ich wieder nach Torchlight, um hier... Ja. Um hier die Quest anzunehmen. Verkaufen erstmal alles, was wir nicht brauchen. Weg, weg. Weg. Bleibt. Bleibt. Kommt in die Truhe. Wir können ja gleich mal gucken, ob der nun schon etwas für uns hier bereit ist. Aber es sieht mir immer noch nicht danach aus. Ne. Ne, ne, nicht. Nicht Berserkerstachel. Sieht auch lustig aus, ne? Mhm. Könnte hilfreich werden. Später mal. Jetzt gehen wir aber erstmal. Wo sind sie denn? Ach, hier hinten. Zu diesem lustigen. Kobold-Goblins. Hier. Die nehmen wir uns jetzt. Leg mal das rein. Zurück alle. Und dann bekommen wir dadurch den Sockel, den wir da reingemacht haben, bekommen wir dadurch wieder. Äußerst hilfreich. Man kann auch andersrum, man kann die Edelsteine zerstören, die darin sind. Und der Gegenstand bleibt erhalten. Geht auch. Ja, genau, weiter geht's. Wie ihr hier seht. Eine Quest, der hat immer wieder so ab und zu Quests, das ist sozusagen die vierte Questreihe in dem Ganzen. So jede, naja, jede Ebenenabschnitt, wie das gerade war, die Mine, da kommt dann danach, kommt ein anderer Abschnitt, sieht dann glaube ich anders aus und das machen wir jetzt gleich mal. Hier muss man, für den muss man meistens ja hier in irgendwelche solche Gruften laufen oder sonst was und irgendwelche Bücher oder sowas holen. Es ist halt immer unterschiedlich, was man da holen muss. Also meistens, soweit ich mich erinnern kann. Braucht man den? Mach mal dann gleich mal Punkte verteilen, soweit mir hier die Nerven hier rum mit deinen Feuerbällen. Na, weg da. Lauf. Okay. Lederstulpen braucht man nicht. Gewehr brauchen wir auch nicht. Schild brauchen wir auch nicht. Dann lass gleich mal loslegen. Schlacht. Wir können. Also erstmal hier wieder. Zwei Magie. Zwei Verteidigung. Ein Stärke. Den Glutsteinschild machen wir doch gleich mal eins weiter. Ja, das Glutsteinschild finde ich an sich total nützlich, weil man bekommt kaum noch Schaden rein. Was ich persönlich echt toll finde. Weil ich mag keinen Schaden. Schützt einen aber nicht, halt wie ihr hier seht, vor solchen Giftwolken, die dann durch explodierende Zombies entsteht. Aber naja, muss man klarkommen. Wieder. Identifizierbar. Ja, nehmen wir. Alles was grün ist, ist besser. Ah, Giftwolke. Ah, dummes Pet. Hm.
nicht. Ah. Ah, ja, ja. Lederkopfschutz. Weg damit. Weg damit. Ah, die kann man tragen. Cool. Ja. Die nehmen wir doch gleich mal rein, oder? Durch den Schild ziehen wir auch eh kaum noch Schaden. Das heißt, wir brauchen das auch nicht mehr. Mehr Schaden ist immer schön. Kann man hier eigentlich schon gehen? Nee. Dachte ich. Im zweiten Teil kann man hier nämlich die ganzen Lichterstände und alles auch schon zerkloppen. Was haben wir? Fokus der Verderbnis. Das klingt so übelst stark, ne? Das ist nur so ein schrumpfiger Zauberstab. Los, komm. Ah. Ah, nein, kein Gift. Ja, wie ihr seht, hier gibt es auch diese Zombies, nur die Skelette mit dem Schild. Die sind immer leicht nervig, weil die blocken übelst viel. Aber dafür kann man halt den richtigen Moment abwarten, wie die, wenn zum Beispiel, wenn die einen anspringen. Ah. Oh Gott. Wieso ziehe ich immer noch so viel Schaden? Naja, Heiltrank. Ah, ah, down. Cool. Geht doch zum Fieser. Ah, komm. Ich sehe schon den nächsten kommen. Okay, der war jetzt einfach. Skelett. Tot. 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 Tot und Verderben. Unerlässlich. Mehr Gesundheit. Ne. Inspekt der Ring. Ne. Ich weiß nicht, ob ich das reinnehmen soll, das Schild. Darüber zerbreche ich mir die ganze Zeit den Kopf. Naja. Den Schild. Den Schild, oder? Yeah, Ruhm erhöht, cool. Ich schäme mich gleich. Ah, ihr Dreckigen. Der Glutsteinschild ist im zweiten Teil eigentlich eine Fähigkeit des Engineers, aber naja, egal. Okay, okay. Was kann man da jetzt geben? Magischen Waffen? Nee. Eishock? Nein, ich meine Skillung. Kritischer Treffer. Nee. Gleitermeisterschaft. Nee. Also hier mit Nahkampfwaffen. Rüstungsexpertise. Was könnte man da nehmen? Rüstungsexpertise. Und nehmen wir eine Nahkampfwaffen. Mehr Schaden gefällt mir. Idioten. Mein Schild habe ich voll abgeblockt. Ich frage mich, ob nach einer Weile das hier dann auch schneller castet. Weil das dauert ein bisschen so lange. Hm, steht aber nicht. Oh, Questgegenstand. Eine Quest wurde abgeschlossen. Tod und Verderben für euch. Ach, das ist doch dämlich, ist das. Hier die Bogen.
gekonnt. Weg damit. Oh, Handschuhe. Was übersehe ich das denn immer? Wie viele Mana-Tränke habe ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Überhaupt gegen ein paar Heiltränke eintauschen. 6% erhöhtes. Ja, erhöhtes Zauber. Wieso? Fick dich. Geschicklichkeitskill ich nämlich überhaupt nicht. Naja, scheiß drauf. Müssen wir ein bisschen ohne Göttung klarkommen. Was hat denn der uns so gegeben, so Sonderbares? Oh, nein. Na egal. Müssen wir klarkommen. Mal gucken, ob der Schmied oder sonst sowas ein bisschen was übrig hat. Und damit wäre das auch schon geschafft. Joa. Ich bin ja mal der Meinung, dass wir das als Ebene gelten lassen können. Oder? Hello? Ihr wollt bestimmt nicht mehr von mir sehen. Huch. Hallo. Na, gleich nochmal. Ist ja auch nicht schlecht. Eine neue Quest gestartet. Aber jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen was loswerden. Hallo. Zaubersprecher erneuern. Elementarschutz. Das wird dann in den höheren Stufen wird das dann verdammt wichtig, so Elementarzeug. Guten Tag. Wie geht's? Verschiedenes Rüstung. Was hast du denn für Gürtel im Angebot, Meister? Auf Stärke, auf Magie. Hast du was mit Mana? Hier ist noch ein Gürtel. Was ist das denn alles? Ein Krallenschild. Level 8. Was bin ich noch? Niemals den Rücken zukehren. Level 6. Muss ich ja noch länger warten. Naja. Gut, dann war es das auch schon für heute. Danke, dass ihr zuschaut. Bis zum nächsten Mal, euer Heddy.